kommt eins. Willkommen zurück, Far Cry 6. Beim letzten Mal haben wir die Monteros getroffen. Das nächste ist eigentlich das da. Nee. Wir gehen mal hier zu dem rein. Machen wir das mal. Ehrlich gesagt, ich spreche kein Hundisch, amigo. Bisschen Tietzen in der Hundehütte. Ja. Darf nicht hungrig werden. Was braucht man? Krokodilfleisch, schwarze Bohnen und Rosenwasser. Naja, du hast bestimmt immer Hunger, was? Vielleicht magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Jagdgebiet. Dann jagen wir mal Krokodile. Auch wenn ich das nicht gut finde. Sollte man das nicht machen. Ja, wir sind jetzt am Boden und ganz ruhig. Ja. Jagdgebiet. Scheiße, du meinst ernst? Will doch nur Krokodile jagen. Was machst du da? Lieber runter. Gut, die Lea. Ja, der ist gestorben. Egal.
jage ich am besten Krokodile? Da vorne ist eins. Ich möchte nicht auf eins drauf treten. Also Fisch. Kommt eins. Schnell weg. Arsch schnell drücken. Nicht. Falsche Taste gedrückt. Jetzt muss ich dann noch mal hin. Scheiße, ich seh dich. Alter. Ach du Scheiße. Aua, wie viele? Alter! Bei diesem Fleisch würde Chorizo ausrasten. Alter! Hey, Fili, ich hab Chorizo Krokofleisch besorgt. Si, riecht wie Espada unter den Achseln, oder? Er wird es lieben. Ist Chorizo nicht ein bisschen klein, um Geschmack an Krokofleisch gefunden zu haben? Das ist eine krasse Geschichte, Hed. Carlos hatte Babykrokodile. Chorizo hat einen von ihnen unter seine Fittiche genommen, wie ein stolzer Papa. Sie haben zusammen gespielt, gefressen, wie eine Familie. Und dann, eines Tages, sehe ich, dass ihm ein kleines Baby-Krokoschwänzchen aus dem Maul ragt. Coño. Ja, wenn Chorizo Hunger hat, ist er ein echt räudiger Kollege. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Ah, ein
Guerriero. So. Bitte sehr. So hart musste ich noch nie für die Liebe eines Hundes arbeiten. Aber du verdienst das, Perrito. Ah, das sollte reichen, damit wir Amigos werden, oder? Oder? Apportierquest. Um die Nachtwache. Ich fange um Mitternacht an und ich soll um 4 übernehmen. Lass mich raten. Er ist nicht aufgetaucht. Keine Ahnung, wo der Pisser war, aber er kommt eine Stunde zu spät. Du bist neu hier. Verlaufen, Turi? Hör zu, Carlos. Ich weiß, du traust weder mehr, noch Clara, noch Libertad. Oder den anderen Arschlöchern, die sie geschickt hat. Ich mach dir keinen Vorwurf. Uns kennt hier ja keiner. Da hast du recht. Was weißt du noch? Dass Napoleon el Pequeño euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das ihr auf eure Felder sprüht, eure Leute umbringt. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Wirf bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenn es alles nieder. Die Flugzeuge. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprüher auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Chefe. Schick mir eine Postkarte. Oye, Guerriero. Den Abzug mit dem drin, die alle. Aber Lagerbaum, das muss man drauf haben. Jetzt gucken wir mal kurz, was die eine Quest da war. Werden wir mal die verfolgen. Wo bist du denn hin? Du willst, dass ich... Okay, gut, ich folge dir. Was hast du denn da? Ist das für mich? Muy bien, Perrito. Du schlaue kleine Wurst. Ich hab Materialien für mich. Noch ein Geschenk? Chorizo, womit habe ich das verdient? Hey, nicht schlecht, Chorizo. Du hast hier überall was versteckt, ha? Huh? Du kleiner Guerriero. Mhm. Kluger Junge. Ja, richtig fleißig, was? Mierda! Du bist einfach zu gut. Weiß Fili davon? Was sag ich hier eigentlich? Wahrscheinlich hat er dir geholfen, den ganzen Kram zu stehlen. Gracias, Chorizo. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hey, das ist jetzt meine. Jo.
Komm her. So, die sind ziemlich weit weg, wa? Die Sachen 800, 1600. Machen wir doch, ne? Gift. Guter Hand, ja, guter Hand. Das hatte ich nämlich vergessen. Den zu holen. Aber ich kann ihn auch jetzt wegschicken. Oh, ich kann bis dahin hinfliegen. Ich hatte mal mit dem Gift zu tun, aber das ist sehr rücksichtsvoll von ihm. So weit würde ich nicht gehen. Papa vertraut Leuten von außen nur nicht. Aber ich habe gesehen, was du kannst. Sieh dir das Foto an und beweis ihm, dass du weißt, was du tust. Mhm. Carlos, hier ist Dani. Dani von Libertad. Ich weiß. Meinst du, das hätte ich vergessen? Nein, ich wusste nur nicht, ob du... vergiss es. Ich nähere mich hier einer Gegend mit Castillos Gift. Such nach gelben Behältern. Bei Sprühkommandos und Flugzeugen findest du das Gift auch. Alles klar. Ich bin dran. Alles gut. Aber ich habe jetzt alle markiert. Zu nah und zu gefährlich. Da oben ist ein Scharfschütze. Sie ist ganz schlecht. Hier drin ist eine.
Waffen. Das ist ein Geschützer. Scheiße, kann niemand mehr vergiftet werden. Guter. Ja. Ja. Ups. Hier ist noch so ein Tank oder was? Nee. Was muss ich noch vernichten? 32%. Die Tanks, ja. Flugzeug. Wo sind hier ein Flugzeug? Hallo. Geil, die Waffe hat einen Aimbot. Vorne noch, wa? Gonio. Muss hier raus. Ah, das ist... alles ein paar Meter auseinander. Mit PS. Komm mal her. Alter, du kannst auch noch mal ein Stück fahren. Hola, mit dem hier kommst du an dein Ziel. Sehr nett von dir. Hast du nicht gehört? Ein Mann, wenn du...
versteckst dich nicht. Ich merke so langsam, so leicht, wie es anfängt zu rucken. Oh, sorry. Alter, es ruckelt aber richtig gerade. Da ist ein Typ. Offizier dürfte jetzt kein Problem sein. Ich schätze mal, alles geklärt, ne? Noch irgendwo Zeugs. Ah, die Tanks hier. Hier ist ein MG, aber das kann ich da nicht hinziehen, glaube ich. Schritt für Schritt vertraut der Alte mir mehr. Meter. Nix da. Jetzt ganz vorsichtig. Ich muss ja nur durch. Ich will ja nur durchlaufen. Kein Stress. Nein, 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 nein. Da war nix. Was
ist ein böser Schuss. Nein. Alter, 300 Meter noch. Ich brauche eine Karre. Ja, steig aus. Fummel nicht am Sitz rum, der ist genau richtig eingestellt. Danke dir. So, wir sind Baum. Ah, die hat mir alle markiert. Pui, der ist explodiert. Verteilt euch, er kann nicht weit sein. Im Laufen. Natürlich ist dann die Munition leer. Wir müssen weg! Sicher gefallen. Carlos, es ist erledigt. Sehen wir mal, ob Napoleon und El Pequeño die Nachricht versteht. Wir haben Arbeit für dich. Komm zurück ins Lager. Verlauf dich aber nicht, Tuturi. Ah, haben wir das auch abgeschlossen. Kiste. Da
Alter! Nein, 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 nein. Gut. Schnellreise nicht verfügbar, weil ich im Kampf bin. Gehen wir mal auf das unbefugte Gebiet raus. Jetzt dürfte es funktionieren. Nee. Jetzt geht's. So, aber da beenden wir jetzt auch die heutige Folge. Sehr viel geschafft. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Oye, haut rein.